Helja, lass uns wandern gehen. Wandern über den Berg. Oh, Alfred, da ist ein Bär. Ein Bär. Oh, das ist sicher der Bruno. Der Bruno, der isst Menschen. Oh, was machen wir denn? Ja, ich weiß nicht. Lass uns abhauen, aber ich mache noch ein Foto. Das können wir verkaufen. Das ist die Sommerloch-Story. Sommerloch-Story. Auf jeden Fall. Der Bär. Man, ist das herrlich hier? Ja, gehen wir hier wandern, gell? Nee, jetzt habe ich Urlaub. Mei, das ist schon schön. Ich habe meine Freizeit. Oh, da ist ja der Bär. Ach, schon wieder der Bär. Mei, oh mei, oh, das ist gefährlich. Oh mei, den muss man abschießen, den Bär. Oh mei, warum kann man eigentlich keine kleinen, militanten, idiotischen, Kleinbürger abschießen? Abschussgenehmigung laut Minister Ketonge für kleinbürgerliche Vollidioten, die es überall gibt, hier in der Gegend. Wer schützt mich vor den Mitmenschen, die überall rumlaufen, auf Bergen, überall Erna und Theo und wie sie alle heißen, um dann irgendeinen Bären zu treffen, der nichts Besseres vorhat, als kleine Kleinbürger zu essen? Eine eigentlich vernünftige Lösung, doch dies ist von der Politik nicht gewollt. Was genau bezweckt der Künstler mit einem Video über Bruno, den Bären, der abgeschossen wurde? Ich weiß es nicht. Der Künstler meint, er hätte eine Aussage zu treffen, vielleicht auch seine Wut abzubauen über diese ungebildete Schicht dieser Banausen. Banausen, die überall rumlaufen. Und wenn man 3 Bier zum Frühstück trinkt, dann denkt man sich, es macht Sinn, über Bruno den Bären zu reden, welcher abgeschossen wurde. Naja, aber vielleicht sind das auch einfach nur Informationen, die es zu verkaufen gilt, für teuer Geld. Wie Bruno den Bären, welcher auf grün-braun in einem Fotohandy von einem Landschaftsfotografen für viel Geld an Zeitungen verkauft wurde. Natürlich noch als er lebte. Und jetzt wird er ausgestopft. Wie wäre es mit einem Kleinbürgermuseum? Oder überhaupt mit einem Bürgermuseum? Es wäre wundervoll. Mit Kotztüten. Mit Kotztüten zu verkaufen. Wir sehen die ausgestopften Kleinbürger rumlaufen. Weil ist das herrlich. Mit Original-Tonband. Oh, ist das schön, gell? Das war Herr Müller. Kleinbediensteter, ungebildeter, nicht vorhandener, zum Abschuss freigegebener Bahnangestellter Bruno. Luft ist raus.